Ja Leute, es regnet. Es regnet. Aber ich habe die beste Ausrüstung mit einem Regenschirm. Und jetzt geht es in die Stillensteinklamm. Jetzt geht es einmal ein Stickerl entlang von dem Forstweg, würde ich sagen so ein halber Kilometer. Und da unten ist in Wahrheit schon die Stillensteinklamm, nur da geht es ziemlich lang abwärts. Das heißt, wir gehen den Forstweg einmal gemütlich entlang. Samingstein, 12,9 Kilometer, Stroden, 6,1 Stillensteinklamm, 1 Kilometer. Aha, das ist doch mehr als 1 Kilometer, war mir täuscht. Sondern es 1,5. Okay, Eingang, Stillensteinklamm, Mühle. Ja, die Sonne ist gerade ein bisschen rausgekommen, ich glaube, wenn wir viel Glück haben, dann bleibt der Regen mal eine Zeit lang aus. Die Sonne, da haben wir sie schon. Da haben wir zwei voll schöne Douglasien stehen und da oben sind auch ganz, ganz große Douglasien. So, da vorne ist die Donau, das heißt, der Bach vor der Stillensteinklamm, der Gießenbach, fließt in die Donau. Eisenbahnbrücke. Ja, und da ist eben die Bundesstraße, die B3. Da vorne ist eben dann Grein, Bezirk Berg. Ja, da ist eben der Bach, der dann in die Donau fließt. Ja, eben da ist eben der Hauptparkplatz und der Hauptausgangspunkt von der Stillensteinklamm bzw. eben von diesen ganzen Touren, was da gibt. Geht okay. Dann gehen wir's an. Ah, der Zug. Cool. Ja Leute, dann willkommen in der Stillensteinklamm. Wünsche euch bei der heutigen Tour viel Spaß. Und wir schauen jetzt zuerst zu dem kleinen Wasserfall da vorne. Also Wasserfall unter Anführungszeichen. Geil. Ja, Traum Tagau, also wenn es so bleibt, wäre es perfekt. Wenn es regnet, ist es auch wurscht, ich habe meinen Regenschirm mit. So Leute, offizieller Einstieg der Stillensteinklamm. Da haben wir einen kurzen Blick retour zum Parkplatz.
Und der Giesenbach. Der Giesenbach. Ja, und ganz klar überall Steinformationen, ich glaube. Typisch Mühlviertel. Also eine Höhle oben. So Leute. Los geht's. Jawohl, es kommt so raus, sehr schön. Jawohl. Ja, da haben wir ganz eine spezielle Steinstruktur. Ganz einen großen Granitblock. Ja, es regnet ganz leicht. Ganz leicht regnet es. Ganz leicht. Ja, also in einem Samstag und Sonntag ist der Full House, da sind so viele Leute unterwegs, Familien und ja, die meisten eben parken unten beim Hauptparkplatz, wo der Einstieg ist, und gehen eben dann bis zur Aumühle, weil eben dieser Wanderweg durch die Stillsteinklamm eben bis zur Aumühle führt. Das ist eben ein Gasthaus bzw. ein Wellnesshotel, und da kehren eben dann die meisten ein, essen dort, trinken was, stärken sich, und dann geht es meistens wieder den gleichen Weg retour.
Ich bin jetzt da bei Facebook bei so einer Gruppe beigetreten, und zwar Steinroas heißt die. Steinroas. Da geht es eben darum, dass man Steine bemalt. Dann hat man so einen Hashtag mit seiner eigenen Nummer, und diesen Stein legt man dann entweder auf irgendwelche Rastplätze hin oder Gipfelkreuz und tauscht eben dann Steine aus. Finde ich ziemlich cool. Ich habe bis heute noch keinen Stein bemalt, aber ich habe mir schon Form gekauft, damit das passieren wird. Mal schauen. Vielleicht mache ich das dann demnächst einmal. Ah, da haben wir einen Feuersalamander. Die Mingsmanns rennt. Die Mings rennt.
Wasser hat. Normalerweise geht es über die Brücke hinüber. Da geht es um den Hang kurz auf. Dann geht der Wanderweg da wieder oben rechts weg und links zum Oberbachplatz. Wie man sieht, da ist ein ganz alter Trail, ganz alter Pfad. Und das ist die ganz alte Route, die ist irgendwann mal gesperrt worden. Man kann es trotzdem gehen, ich empfehle es nicht. Ich würde wirklich auf der Hauptwanderroute bleiben. Wir schauen uns aber heute diese alte Route an, weil die richtig schön ist. Und die haben es irgendwann einmal mit dieser Buche blockiert. Seht ihr, da haben sie es mal abgeschnitten. Aber da dürften einige Leute trotzdem gehen, weil der Weg immer schön sichtbar ist. Ja. Zonderschwamm. Ein Zonderschwamm. Ah, jetzt regnet es aber schön. Da ist hier was. Gibt es eben nur vorne die eine Stelle, die ist ein bisschen eng. Und da ist einmal so ein kleiner gewesen, ganz alt. Das sieht man auch. So ein kleiner gewesen. Gibt es noch einmal. Ja. Wow. Ja. Ich finde so alte Pfade schauen so richtig geil aus. Naturbelassen.
So Leute, da ist der Stausee. Den anrunden wir jetzt, den Stausee. Ja, drüben ist der Wanderweg. Das heißt, da vorne ist eine Brücke, dann geht's runter und dann geht's wieder retour. So, da ist die Brücke, da gehen wir dann gleich runter. Schauen wir noch kurz da auf Viere. Ja, da haben sie einen Zaun gemacht, dass keiner abstürzen kann da vorne oder was. Achso, wegen Abgängen, weil dass eben da die Stufen genutzt werden und nicht die Hand da vorne. Ja, cool. Schön. Ganz ein schönes Platz auch. Das schaut richtig cool aus. Das schaut richtig cool aus. Traum. Ja, und da der Gießenbach, der Richtung Papnerkirchen, Dimbach rauskommt, raussprudelt, entspringt. Und der dann im Unterlauf in die Donau mündet. Schön, da geht aus. Die Idee ist super. Die Idee ist wirklich gut. Genau, und da geht es eben jetzt zur Aumühle. Da geht es zur Aumühle. Würde mal sagen, 20 Minuten vielleicht noch. Maximal 20. So ein schönes Wasser. Das Wasser ist so klar, das ist ein Wahnsinn. Nicht klar, sondern klar, klar. Das sind einfach die wenigen Bächen bei uns, die so klares Wasser haben. Die meisten sind bei uns ein bisschen dunkler durch den Eisengehalt. Zumindest die weiter im Norden Omat, die sind alle ziemlich dunkel. Fast schon rötlich. Ja, da haben wir eigentlich überall voll schöne Rastmöglichkeiten gemacht. Also wirklich voll schön angelegt alles. So Leute, und jetzt ja, gehen wir entlang eben von diesen kleinen Stau. Also eine coole Steinformation.
Ja, und da sieht man jetzt schon, dass der Bach aufgestaut worden ist. Da wird es ja ziemlich breit. Ja, von der drüben Seite sind wir voll gewesen. So Leute, Endstation. Da ist der Gießenbach aufgestaut zu einem kleinen See. Ja, ich hoffe, die heutige kleine Tour hat euch gefallen. Sag ja, danke fürs dabei sein. Jetzt retour zum Auto und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Peter Eich und ciao.